Herzlichen Dank, Herr Olli, dass ich hier heute vortragen darf. Sehr gern bin ich Ihrem Anliegen heute hier beim Landesprogramm zur Erhalt des schriftlichen Kulturguts vorzustellen, auch nachgekommen. Ich hoffe, dass Sie jetzt keine technischen Probleme kriegen. Ich gehe einfach mal so durch. Herr Schmidt hatte das ja schon angedeutet. Ich will jetzt einfach jetzt hier auch ein bisschen abkürzen zur Entstehungsgeschichte dieser Landesprogramme und auch der KEK. Wir haben ja hier den Brand der Amalienbibliothek. Dann haben wir gerade eben, habe ich noch ein Bild vom Hochwasser des letzten Jahres in Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, das ist ein kirchliches Archiv, das man hier gerade sieht von Ihnen. Sie sehen die Verwüstung. Und Sie sehen auch, ich will beim nächsten nur ganz kurz mal andeuten, welche Gefahren dem schriftlichen Kulturgut hier ausgesetzt sind. Das ist das säurehaltige Papier, das ist die unzureichende Unterbringung und Lagerung. Ich habe hier nur mal gezeigt, hier wie Archivgut unverpackt liegt in Regalen und habe darüber hinaus ein Bild, wo man sieht, also, dass also die unzureichende Unterbringung auch dahingehend bestehen kann, dass also Lichteinfall ist, demzufolge Temperaturschwankungen entstehen, was dazu führt, dass es natürlich wieder ein Temperaturschwankungen und damit also auch die Wasserstoffkonzentration in der Luft sich verändert und demzufolge also auch zu Feuchtigkeitsschäden kommen kann. Das dritte sind eisensulfathaltige Tinte, da muss man einfach mit umgehen, die sind eben so, da kann man da bearbeiten und das letzte sind die Fragen des Ungeziefers. Herr Schmidt hat auch schon vorgestellt, wie die Entstehungsgeschichte der KEK gewesen ist. Darauf will ich auch gar nicht weiter eingehen. Für mich an dieser Stelle wichtig ist oder für uns in Sachsen-Anhalt wichtig ist, dass auf der Grundlage dieser Empfehlungen der KEK im Landtag von Sachsen-Anhalt diskutiert wurde, wie ist die Situation eigentlich in Sachsen-Anhalt mit der Erhaltung des schriftlichen Kulturgutes. Und wir als Innenministerium, bei uns resortieren die Archive, gebeten worden sind, ein Konzept für das Land Sachsen-Anhalt zu erarbeiten. Wir haben dieses Konzept erarbeitet, indem wir zusätzlich zu der Erhebung, die KEK, ich glaube 2014 war das, Herr Schmidt, durchgeführt hat, eine eigene Erhebung im Land Sachsen-Anhalt durchgeführt haben. Und wir haben also angesichts auch der Tatsache, dass die KEK-Erhebung im Land Sachsen-Anhalt von den einzelnen Einrichtungen, nicht von allen einzelnen Einrichtungen aufgegriffen wurde und demzufolge unvollständig war, haben wir eine eigene Erhebung in den Jahren 2017, 2018 gemacht und haben also zum Ergebnis gekommen, dass also im Landesarchiv 52.000 laufende Meter Archivgut lagern, in den Kommunalarchiven, die sich nur zu ungefähr der guten Hälfte beteiligt haben, 61.852 laufende Meter Archivgut angemeldet worden sind. Sonstige öffentliche Archive haben gut 15.000 laufende Meter angemeldet. Dann kommen die Stiftungen mit fast 2.000 laufende Meter und dann kommen die bedeutenden Archivbestände der Kirchen, sodass wir insgesamt über 140.000 laufende Archivmeter hier in Sachsen-Anhalt ermittelt haben. Wir haben auf dieser Basis eine Hochrechnung durchgeführt und sind auf gut, weil ja eben nicht alle sich beteiligt haben an dieser Umfrage und sind auf ungefähr 205.000 laufende Archivmeter Kulturgut hier in Sachsen-Anhalt gekommen. Und auf die Frage, welches Archivgut denn aus der Zeit nach 1850 stammt und demzufolge besonders betroffen ist von den Verfallserscheinungen und Zerfallserscheinungen, sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass ungefähr 2/3 des Archivgutes, also von der Erhebung ungefähr 109.000 laufende Meter und von der Hochrechnung ungefähr 162.000 laufende Archivmeter behandlungsbedürftig sein müssten. Wir haben dann den Bedarf, Gesamtbedarf dann auf die einzelnen Maßnahmen noch mal heruntergebrochen und haben dann ermittelt, dass ungefähr 33% des Archivgutes in Sachsen-Anhalt der Trockenreinigung und der Entmetallisierung unterliegen wird, dass ungefähr 20
0,9%, also jeder fünfte laufende Meter, verpackt bzw. kartoniert werden muss, dass ungefähr 70% entsäuert werden müssten und dass ungefähr 2% einer Restaurierung unterfallen müssten. Das heißt, wir haben doch schon einen riesigen Bedarf in Sachsen-Anhalt und diesen Bedarf haben wir in einem Konzept auch entsprechend niedergeschrieben. Und dieses Konzept der Landesregierung ist in der Landtagsdrucksache 7/31/71 vom 19.07.2018 auch im Landtag behandelt worden. Sie können das also, wenn Sie auf die Seite des Landtages gehen und unter Drucksachen gehen, dann können Sie das auch im Internet auch jederzeit abrufen. Das Konzept ist natürlich die eine Seite. Das andere ist, dass man natürlich auch die entsprechenden Schlussfolgerungen, die man da auch niederlegt, auch umsetzen muss. Und im Ergebnis dieses Konzeptes hat das Land entschieden, eine eigene Förderstrecke aufzubauen. Seit 2019 fördert das Land also Mittel zur Erhaltung von schriftlichem Kulturgut. Im Jahr 2019 waren es Sondermittel. Das waren Mittel aus dem Mauergrundstücksfonds, die umgeschichtet worden sind und die dann zur Verfügung standen für die Förderung von Maßnahmen, von Erhaltungsmaßnahmen von Kommunen und sonstigen Einrichtungen. Und seit 2020 haben wir einen eigenen Haushaltstitel im Innenministerium. Das waren für 2020 und 2021 150.000 Euro, die wir im Haushalt jetzt haben aktuell. Und für 2022 sind im Haushaltsplanentwurf 200.000 Euro vorgesehen, also eine Steigerung um 50.000 Euro. Ich muss aber dazu sagen, dass wir ja im Herbst des letzten Jahres oder im Frühherbst des letzten Jahres Wahlen hatten in Sachsen-Anhalt, was dazu führte, dass das Haushaltsgesetz für 2022 erst Anfang des Jahres 2022 eingebracht wurde und gegenwärtig im Landtag noch nicht abschließend beraten worden sind. Ich gehe davon aus, dass noch im Mai, in der zweiten Maihälfte, die Beratung abgeschlossen sein wird und dass demzufolge Ende Mai oder Anfang Juni der Haushalt zur Verfügung steht. Wir haben also gegenwärtig eine vorläufige Haushaltsführung. Auf der Grundlage der Tatsache, dass wir nun eigene Haushaltsmittel verfügen, haben wir eine Förderrichtlinie erarbeitet und diese Förderrichtlinie auch entsprechend veröffentlicht im Ministerialblatt des Landes Sachsen-Anhalt vom 28. Dezember 2020. Das ist auch im Internet abrufbar. Was wird im Einzelnen gefördert? Wir fördern zunächst einmal Zustandserhebungen. Also wenn Sie wissen wollen, in welchem Zustand sich Ihr Archivgut überhaupt befindet, dann können Sie entsprechende Fördermaßnahmen bei uns auch beantragen. Wir fördern die Erstellung von Bestandserhaltungskonzeptionen. Wir fordern dann auch natürlich auch Maßnahmen, das sind dann die Trockenreinigung und Dekontaminierung vor der Entsäuerung. Wir fördern die Entsäuerungsmaßnahmen, Herr Schmidt hatte das ja auch schon angedeutet, als Massenverfahren. Wir fördern die Verpackung von in alterungsbeständige Kartonagen und wir fördern auch die Arbeit von Notfallverbünden, wobei wir letzteres, die Notfallverbünde, bisher noch nicht gefördert haben. Auch vom Grundsatz her ist es möglich. Was fördern wir nicht? Wir fördern nicht Einzelrestaurierungen. Wir wollen eben auch die Massenförderung, die Massenerhaltung fördern, nicht einzelne Maßnahmen. Das wäre angesichts von 200.000 Euro Fördermaßnahmen, Fördersumme viel zu kostenintensiv. Und wir fördern nicht Maßnahmen von Archivgut, das nicht öffentlich zugänglich ist. Also Sie müssen, wenn Sie bei uns einen Förderantrag stellen, auch entsprechend mitteilen und nachweisen, dass dieses Archivgut öffentlich zugänglich ist und demzufolge die Förderung auch aus dieser Sicht hier von der öffentlichen Hand her gerechtfertigt ist. Wer sind potenzielle Zuwendungsempfänger? Das sind zunächst einmal die Kommunen. Das sind aber auch sonstige Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts. Das sind rechtsfähige und als gemeinnützig anerkannte Vereine. Und das sind natürlich die Kirchen und die Religionsgemeinschaften.
Wir haben in dieser Förderrichtlinie, in der Nummer 4 der Förderrichtlinie, auch die Zuwendungsvoraussetzungen definiert. Das heißt, welche Voraussetzungen müssen vorliegen, damit diese Zuwendung auch laufen kann. Ich habe es schon angedeutet, das Archivgut muss öffentlich zugänglich sein. Es muss ein räumlicher und inhaltlicher Bezug zum Land Sachsen-Anhalt bestehen. Ich denke, das ist selbstverständlich. Es muss von besonderer Bedeutung für das Land Sachsen-Anhalt sein. Ich erkläre das nachher nochmal, dieser Punkt. Es ist ein bisschen schwierig. Es soll sich im Land Sachsen-Anhalt im Eigentum des Antragstellers befinden. Sie sehen hier, das ist eine Sollbestimmung. Es muss nicht im Eigentum des Antragstellers sein. Wir hatten schon einen Fall, wo wir Kulturgutförderung betrieben haben, wo das entsprechende Kulturgut sich nicht im Eigentum des Antragstellers befand. Da handelte es sich um restitutionsbehaftetes Kulturgut, das ehemals in einem jüdischen Eigentum sich befunden hat und vor der Rückgabe an den Alteigentümer in einem saniert und erhalten werden sollte. Und das Letzte ist, die Gesamtfinanzierung muss natürlich auch gesichert sein. Unter dem Strich muss ein erhebliches Landesinteresse vorliegen. Durch dieses erhebliche Landesinteresse wird in Paragraph 2 Absatz Nummer 1 nochmal, ich sage mal so, runtergebrochen, indem formuliert wird: Schriftliches Kulturgut im Sinne dieser Richtlinie ist sowohl landesweit, aber auch regional oder lokal bedeutsames, im Original überliefertes Archiv- und Bibliotheksgut. Das heißt, es liegt auch im Landesinteresse, und das ist völlig klar, Herr Schmidt hat es ja auch von der Bundesebene bereits gesagt, dass auch regional und lokal bedeutsames Archivgut erhalten werden kann und muss. Es liegt im Landesinteresse, wenn das Archivgut von, zum Beispiel von Kommunen erhalten werden kann und soll. Und demzufolge muss auch keine Kommune Angst haben, dass ein erhebliches Landesinteresse, wenn eine Kommune einen Antrag stellt, nicht vorliegt. Also wir hatten, wenn ich das richtig überblicke, Frau Pott, noch nicht einen einzigen Fall gehabt in Sachsen-Anhalt, dass wir gesagt haben bei einer Antragstellung, dass ein erhebliches Landesinteresse nicht vorliegt. Also ich denke mal, das kann man entsprechend begründen und da müssen Sie überhaupt keine Angst haben, wenn Sie einen entsprechenden Antrag stellen wollen, dass dieses erhebliche Landesinteresse für Sie nicht vorliegt und Ihr Archiv bzw. Ihr Kulturgut dem nicht entsprechen könnte. Welche Förderungen gibt es? Wir haben also die Förderung, eine Bundesförderung ohne Förderung durch das Land. In diesem Zusammenhang müssen Sie 50% einen Eigenanteil von 50% stellen. Herr Schmitz, ich habe Sie vorhin so verstanden, dass diese 50% gar nicht korrekt sind, dass man eventuell sogar einen höheren Bundesanteil als 50% hier haben kann. Aber das haben Sie ja vorhin schon anders definiert. Wir hatten der eigentliche klassische Fall, ist der Fall, den ich jetzt vorstelle, dass Sie eine Bundesförderung beantragen und haben eine 30-prozentige Förderung vom Land aber eine 50-prozentige Förderung vom Bund und die 50%, die Sie dann benötigen, die setzen sich dann so zusammen, dass Sie eine 30-prozentige Förderung vom Land bekommen und Sie als Antragsteller müssen noch 20% zur Verfügung stellen. Das heißt, das ist der klassische Fall, wenn Sie zum Beispiel ein Sonderprogramm beantragen, der Bund fördert zu 50% und die restlichen 50% setzen sich dann zusammen aus 30% vom Land und 20% fordern wir vom Antragsteller. Wir fordern bewusst auch Eigenanteile, damit wir eben auch sicherstellen wollen, dass auch die entsprechenden Kommunen nur solche Antragsteller nur solche Anträge stellen, bei denen sie auch tatsächlich hinter diesen entsprechenden Projekten stehen. Wir haben dann eine Priorisierung im Land und die Priorisierungsliste schicken wir dem Bund. Herr Schmidt hat das schon vorgestellt. Und in der KEC gibt es dann den entsprechenden Fachbeirat, der priorisiert und bei BKM wird dann entschieden. Wir haben aber auch eine zweite Möglichkeit auf Landesförderung. Das ist die Förderung ohne Bundesmittel. Da entscheiden wir nur auf Landesebene, ohne dass die KEC mit im Bunde ist. In dem Zusammenhang
ist eine 80-prozentige Förderung vom Land möglich. Aber auch hier muss der entsprechende Antragsteller 20% beisteuern. 20% sind in jedem Fall von entsprechendem Antragsteller erforderlich. Und auch hier gibt es eine entsprechende Priorisierung und zum Schluss eine Entscheidung durch die Landesebene, in diesem Fall durch das Innenministerium. Darauf komme ich nochmal ganz kurz zu sprechen. In welcher Höhe wird vom Land gefördert? Wir haben eine Mindestantragssumme von 5.000 Euro. Wir haben das bewusst nicht so hoch angesetzt, weil wir auch den kleineren Kommunen die Möglichkeit oder den kleinen Eigentümern von Kulturgut die Möglichkeit eröffnen wollen, entsprechende Anträge zu stellen. Es ist aber auch möglich, wenn Antragsteller die entsprechende Summe, den Eigenanteil nicht erbringen können, dass sie sich auch zusammentun, so wie auf Bundesebene, auch auf Landesebene, dass sie sich zusammentun zu einem gemeinsamen Antrag, damit sie auf ein entsprechendes Fördervolumen kommen. Wir haben jetzt hier also ein Minimum, ein Antragsvolumen von 5.000 Euro. Davon wären dann 4.000 Euro Förderung, minimales Fördervolumen. Als maximale Antragsvolumen sind auf Landesebene 25.000 Euro. Und demzufolge würde die Förderung maximal 80%, 20.000 Euro betragen. Auch hier sind wir bewusst nicht so hoch herangegangen an das maximale Antragsvolumen, weil bei dem gegenwärtigen Gesamtfördervolumen, das wir haben, würde sich es aus meiner Sicht nicht sinnvoll erweisen, hier noch größere Antragsvolumen zu ermöglichen, einfach weil wir auch die Vielfalt der entsprechenden Anträge hier auch haben wollen. Wie kann der Eigenanteil erbracht werden? Bei den Anträgen, die beim Land eingestellt werden, da ist es auf der Grundlage von Nummer 5 der Förderrichtlinie möglich, dass sie entweder den Eigenanteil in Höhe von 20% als Barmittel beibringen oder dass sie Eigenleistungen, das heißt unbare Leistungen, hier in Rechnung stellen. Das sind zum Beispiel vorbereitende Maßnahmen wie Entmaterialisierungen. Das kann aber auch das Entstauben des entsprechenden Archivgutes sein. Also diese Möglichkeiten von unbaren Leistungen, die Sie dann entsprechend natürlich quantifizieren müssen und entsprechend in Geld umrechnen müssen, die sind also auch möglich, sodass Sie also, selbst wenn Sie keine direkten Barmittel haben, können Sie bei uns über das Landesprogramm auch einen Antrag stellen auf eine Landesförderung. Welche Termine sind einzuhalten? Herr Schmidt hatte das ja schon angedeutet. Beim Bund ist der Antragseingang der 31. Januar, in diesem Fall also der 31. Januar 2023. Beim Land, bei der Landesförderung, ist er früher, nämlich wir haben den 15. Januar 2023 für beide Förderstrecken, also sowohl für die Bundesförderung als auch für die Landesförderung, müssen Sie, wenn Sie eine entsprechende Förderung vom Land haben wollen, den 15. Januar 2023 einhalten. Ausnahmen sind bei der Landesförderung zulässig, aber über diese Ausnahmen wird dann praktisch im Einzelfall entschieden, beziehungsweise gibt es beim Land, das hat es vor anderthalb Jahren schon mal gegeben, einen zweiten Aufruf gegeben. Da haben wir die entsprechenden Einrichtungen noch einmal angeschrieben, als im ersten Anlauf noch nicht alle Mittel ausgereicht worden sind, dass wir dann also noch mal einen zweiten Anlauf gemacht haben, um die entsprechenden Mittel ausreichen zu können. Es gibt ein entsprechendes Antragsformular. Dieses Antragsformular ist auf der Internetseite des Landesverwaltungsamtes eingestellt. Im Landesverwaltungsamt ist das Referat 201 dafür zuständig. Und das wird die entsprechenden Anträge dann auch bearbeiten und die Bewilligungsbescheid auch erstellen. Auf der Seite des Landesverwaltungsamtes ist dann dieses entsprechende Antragsformular auch zu bekommen. Ja, und zum Schluss also auch noch, wer entscheidet im Land? Wir haben einen Fachbeirat, der ist über die Förderrichtlinie auch entsprechend verankert. In diesem Fachbeirat sitzen sowohl Vertreter der obersten Landesbehörden, aber auch aus den verschiedenen Sparten, also aus dem Landesarchiv, den Bibliotheken und den Museen. Dieser Fachbeirat bewertet, priorisiert
und priorisiert die entsprechenden Anträge. Er entspricht Empfehlungen aus und das Ministerium für Inneres und Sport als für dieses Förderprogramm zuständiges Ministerium ist dann also befugt und wird also praktisch dann also auch Entscheidungen an der Stelle treffen. Jo, und die Kriterien für die Priorisierung sind eigentlich relativ klar. Ich habe mal auf der linken Seite bei der Art der Maßnahme dieses Glauertsche Modell, das auf der einen Seite die Aufgaben der Bestandserhaltung definiert und auf der anderen Seite von oben gesehen die Kosten der Bestandserhaltung. Sie sehen, dass die Kosten bei der Restaurierung viel, viel größer sind als beim Erzeugung des Problembewusstseins. Da ist es praktisch ja, kostenlos, da benötigt man überhaupt kein Geld. Wir fördern also, wenn man es genau nimmt, die drei Maßnahmen Verpackung, Schutzmedien und und Konservierung, Problembewusstseinerzeugung, Planung, Lagerung, das sind praktisch Beratungsleistungen, die wir auch anbieten über das Landesarchiv, über Herrn Otto, aber die wir natürlich auch jetzt seit kurzem auch erledigen können über Herrn Holly vom Gleim, der beim Gleimhaus angesiedelt ist. Ja, und was die Bestände anbetrifft, erfolgt die Priorisierung nach der Bedeutung des Schriftgutes, nach der Höhe und dem Ausmaß der Nutzung und nach der fachgerechten Unterbringung der entsprechenden Unterlagen. Wenn man es also genau nimmt, nach der Nachhaltigkeit der entsprechenden Maßnahme. Es hat ja keinen Zweck, wenn wir Maßnahmen fördern und zum Schluss kommt das Archivgut in Räume, wo es nicht fachgerecht untergebracht wird oder es ist nicht sichergestellt, dass die klimatischen Bedingungen nicht stimmen, die Sicherungsbestimmungen nicht eingehalten werden. Also das müssen wir schon entsprechend also auch sicherstellen. Ja, was ist sonst noch wichtig? Mit den Vorhaben darf vor der Bewilligung noch nicht begonnen worden sein. Das ist, denke ich, auch klar. Und Nummer 6.1 der Förderrichtlinie schreibt das auch noch fest. Und zum Haushaltsaufstellungsverfahren für 2023 ist zu sagen, dass das bei uns jetzt gerade läuft. Wir haben beantragt eine Erhöhung des zur Verfügung stehenden Finanzvolumens auf 250.000 Euro. Da muss man erstmal gucken, ob das durch den Landtag kommt. Die Zeiten sind schwierig und durch den Ukraine-Krieg nicht besser geworden. Muss man mal gucken, ob wir das denn also auch hinbekommen. Ich gehe davon aus, dass dieses Haushaltsaufstellungsverfahren wie üblich im Herbst dann also wirklich in die Gänge kommt und dass wir im November, Dezember 2022 dann tatsächlich wissen, wie viel Geld wir 2023 für diese Maßnahmen zum Erhalt des Kulturgutes zur Verfügung haben werden. Ja, und zum Schluss bleibt mir eigentlich nur nochmal zu sagen, wir beraten Sie gern, aber kommen Sie bitte rechtzeitig auf uns zu. Wir haben immer wieder erlebt, dass Kultureinrichtungen, sagen wir so, 3 Tage vor Weihnachten auf uns zukommen. Dann ist das Kind im Brunnen. Das muss man so deutlich sagen. Kommen Sie also im August, September auf uns zu und Fragen hier an, stellen Ihre Fragen. Und wir beraten Sie gern. Das ist im Innenministerium Herr Herfurth, mein Sachbearbeiter, der das schon seit vielen Jahren sehr verantwortungsvoll und gut macht. Und im Landesverwaltungsamt ist es die Frau Kaschu-Eber, die für diese Fragen für Sie auch zur Verfügung steht und Ihre Fragen auch gern beantwortet. Aber bitte machen Sie es rechtzeitig, denn 3 Minuten vor Weihnachten kriegen Sie so etwas nicht hin. Ja, herzlichen Dank.